Die Entfernung von Schuppen auf der Kopfhaut ist sehr individuell. Das liegt zum einen an der Art der Schuppen und zum anderen auch, was die Ursache ist. Also die Schuppen können ja entweder ganz fein sein und bröselig oder die heften richtig aneinander, so wie wir das hier auch sehen. Und bei bestimmten Krankheiten teilen sich die Zellen extrem schnell und verkleben an der Oberfläche. Das sind sogenannte groblamelläre Schuppen. Das Ding ist, dass die nicht richtig abgehen und noch teilweise mit den unteren Zellschichten, mit der Haut verbunden sind. Das heißt, wenn wir das jetzt so richtig aggressiv entfernen, dann kann es sein, dass es zu Blutung kommt. Wir versuchen sie erstmal ein bisschen einzuweichen, damit sie sich langsam lösen, ganz vorsichtig. Und wenn eine Entzündung noch da ist, dann kann man das kombinieren mit so kortisonhaltigen Lösungen. Wichtig, wenn es zum Beispiel durch den Hefepilz mit verursacht ist, dann eben etwas gegen den Hefepilz. Und so versucht man das Ganze dann entsprechend zu kombinieren.